Leonie, du hast relativ schnell gesagt, also ich habe den Eindruck, hier haben gar nicht alle Frauen dasselbe Interesse, nämlich den Bachelor näher kennenzulernen, eine Beziehung möglicherweise zu haben, sondern sie haben andere Absichten. Ich finde es halt natürlich spannend mitzubekommen, okay, wie redet eine Person über ein Date? Und da hatte ich halt eher das Gefühl, dass du Sebastian wie so ein Pokal immer irgendwie beschrieben hast, so ich will den ersten Kuss haben und ich will das und so. Und das kam irgendwie für mich nicht so ganz so persönlich rüber. Und deswegen hatte ich einfach den Eindruck, dass du einfach halt einfach Erste werden wolltest. So, ja. Larissa, ist ja nur ein Pokal? In dem Moment für natürlich dich gewesen? Nicht. Sebastian war nie für mich in irgendeiner Weise ein Pokal oder sonstiges. Ich habe halt einen extrem stumpfen Humor. Den verstehen halt nicht viele. Leonie und ich hatten von Anfang an nicht super viel miteinander zu tun. Deswegen unsere Beziehung zwar oberflächlich nett war, kann man so sagen. Ja. Man kann ja normal miteinander umgehen. Genau, wir sind da ganz normal miteinander umgegangen. Ja. Genau. Und ich kann es durchaus verstehen, wenn sie mich nicht einschätzen konnte, dass sie vielleicht durch irgendwelche spitzen Aussagen dachte, das wäre jetzt wahre Münze, was ich sage. Für mich war es belanglos, weil es für mich nicht gestimmt hat. Also würdest du wieder so eine Warnung aussprechen? Ich bin auch einfach ein emotionaler Mensch. Wenn ich dann so fühle und in einem Gespräch das so aus mir rauskommt, dann ist das so. Und dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Hast du denn jetzt mit der ganzen Situation Frieden gefunden? Ich habe absolut damit Frieden gefunden, ja. Zum Beispiel auch Lisa hatte sich vor Ort schon bei mir entschuldigt und habe das auch gerne angenommen. Und das passt. Also die Leute, die mich wirklich kennengelernt haben, wissen, wie ich bin und das ist in Ordnung. Was ist besser als ein Bachelor? Na, zwei Bachelor. Schaut jetzt schon die nächste Folge auf RTL Plus. Ihr wollt nichts rund um die Bachelors verpassen? Dann abonniert jetzt den Kanal. Und für weitere Einblicke in die Rosenreise, klickt hier.